Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Topspin 2K25. Mein Name ist Michael und ich spiele für euch wieder ein neues Turnier. Wir haben das letzte Jahr abgeschlossen, Finale haben wir gewonnen. Wie viel weiß ich jetzt gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir das gewonnen. Und jetzt müssen wir laut Plan müssen wir noch gewinnen ein 3TS 250er Turnier. 2 von 3 haben wir, also ein müssen wir davon noch machen. Und Spiele 2 TS 500 Turniere müssen wir auch noch ein machen. Wir werden wahrscheinlich wieder 250er als erstes machen. Und wir sind ja im zweiten Jahr im November schon. Und im Training brauchen wir keins machen. Wir schauen, obwohl, was gibt es denn da zu gewinnen? Oh, Drillübungen. Ah, nee. Wir gehen direkt zum Turnier und wir spielen, spielen wir jetzt das hier oder das haben wir letztes Mal schon gemacht, Octania Open, obwohl wir können das ja noch mal machen, dann haben wir den 250er fertig. Das war der Octania Turnier, was wir letztes Jahr im ersten Jahr gewonnen hatten. Ja, wir spielen das, ja, und ja, genau, wir spielen das 250er Octania Open Turnier, gehen rein, wir spielen, ich zeige das nochmal, hier Einstellung auf hoch. Leute, ihr könnt ja gerne Kommentare reinschreiben, wie ihr jetzt das letzten zwei Turniere, drei Turniere gesehen habt. Sollen wir auf sehr hoch stellen oder nicht? Oder soll ich erstmal abwarten, weil ich hatte ja ein 500er Turnier gespielt gehabt, das habe ich ja verloren im Finale. Leute, was meint ihr? Auf hoch, sehr hoch stellen oder auf hoch lassen? Schreibt das bitte mal in die Kommentare rein, wie ihr das, also wie ihr das so seht. Ja. So, Turnier. Wir haben jetzt auf hoch gelassen, ne? Ja. Turnier, 250er Octania Turnier, da gehen wir rein. So, unser Gegner ist Todd Moore. Okay. Ja, unser Viertelfinalgegner ist Todd Moore. Und okay, aha. Gut, Leute. Dann, es ist ein Hartplatz-Turnier. Und Viertelfinale gegen Todd Moore und los geht's. C'est une magnifique journée et le public est prêt à profiter d'un match enflammé sur le court. Mesdames et messieurs, bienvenue au quart de finale de l'Open Sud de France qui se joue ici, au stade de Montpellier. Yo. Jo, wir schlagen auf als erstes im ersten Satz, wie meistens. Okay. 15-0. Okay. Oh, 30, ich bin zu früh nach rechts gegangen. Oha. Spiel 1-0 im ersten. Agassi,
mène un jeu à zéro. Premier set. Yes. 0-15. Ah. Oh. 0-40. 3 Breakbälle. Oh. Okay. 15-40. Jetzt Break 2-0 im ersten für mich. Oh, da kommt der noch dran. Junge. Oha. Yes. 40-0. Faute. 3-0 im ersten Round. 3-0. Agassi mène 1-7-0. Jo, starten wir den zweiten Satz. Deuxième Set. Murat Aufschlag. Faute. 15-0. Okay. Hat man auch selten. Okay.
Oh. Okay. 30, 15. Oh ja, gerade Glück gehabt im Netzball. Netzroller. Schade, habe ich den richtig getroffen? Oh. Ey! Wie? Warum? Warum geht der nach links? Ach komm. Ach komm, das ist Schwachsinn, Alter. So ein Bullshit. Jeu agacé, un jeu partout. Eins zu eins im zweiten. Genau. Faute. 40-0. Oh. Faute. 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 Was ist mit dem los? Zwei Doppelfehler in Folge? Okay. Junge! Yes! Avantage, Vorteil für mich. Vom 0, von 0,40 aufgeholt bis... Wow. Breakball.
Yes. Jeu Agassi. Agassi mène 2-1 im zweiten. Habe ich von 0,40 aufgeholt. Und noch das Spiel geholt. Jetzt 15, zwei Matchbälle, Leute, zwei Matchbälle. Jetzt Spiel, Satz und Sieg, vergesse. 3-0. Ja. Habe ich nur 77 XP gekriegt. Ist ein bisschen wenig, ne? Ja gut. Okay. Jakob Knappek. Oh, und keine schlechte Vorhand, keine schlechte Rückhand. Okay. Oh. Habe ich glaube ich noch nie gespielt gegen den. Naja. Das werden wir beim nächsten Mal sehen, Leute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir macht das weiterhin Spaß, für euch hier diese Tennis-Folgen zu machen. Ich hoffe, euch auch. Und ihr belohnt es mit einem Daumen hoch und ja, also liken, Leute, liken. Wenn es euch gefällt, dann bitte liken und ja, kommentieren fleißig für den Algorithmus und oder ihr stellt mir welche Fragen gerne, kein Problem. Lasst auch gerne ein kostenloses Abo, das würde mich echt mega freuen, wenn ihr das tun würdet, wenn ihr, ja, das euch gefällt hier alles und ja, damit wünsche ich euch einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Michael.